Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft Shoya. Wir versuchen eine Insel zu erreichen, nach Möglichkeit. Ja, das ist nicht so einfach. Aber wird wohl hoffentlich werden. Das wäre schön. So. Ich muss langsam gehen. Federn immer noch. Mal kurz schauen. Wie schaut man aus? Ich würde sagen, scheißlich, ne? Ich glaube, wir bewegen uns gar nicht mehr. Danke fürs Kaputtmachen, du Mistviech. Sehr freundlich. Ich glaube, das mit dem Segel lasse ich jetzt mal. Zumindest in die Richtung, wo der Wind geht, so werden wir es machen. Hilft ja eh nichts, ne? Vielleicht habe ich Glück und wir kriegen so irgendwie... Vielleicht komme ich nochmal zurück zu unserer... zu der großen Insel nochmal, vielleicht? Vielleicht klappt das ja. Und dann kann ich versuchen, wirklich nochmal die... Also, nochmal die Ziege zu melken, weil jetzt haben wir ja Äxte und so weiter. Vielleicht, dann ernte ich gleich die Bäume ab. Den Vogel werde ich nicht besiegen können. Keine Ahnung, ob man den mit Pfeil und Bogen oder mit Netzwerfer vielleicht beseitigen kann. Keine Ahnung. Aber, ja. Egal. So, ich hoffe, ich kriege hier noch ein bisschen Müll zusammen. Das wäre schön. Ja, momentan ist wieder die Müllsträhne irgendwie vorbei. So, bewegen tun wir uns. Da vorne wäre wieder Müll. Ich hoffe, den kriegen wir. Jo. Gut. Auffüllen. Wir sind durstig. So, ich probiere jetzt auch mal nichts anzupflanzen. Damit die Möwe auf ihrem Nest sitzen bleibt, in der Hoffnung, dass die endlich mal Eier legen. Sitzen und blöd schauen kann sie schon mal ganz gut. So, bewegen wir uns. ...880 immer weg von dem Ding, ne? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. So, vielleicht. Naja. Gut. Da. So. Essen, ne? Ich habe jetzt 4 Planken. Gut, ich schaue mal kurz nochmal die Runde hier. Ob wir noch... Ja, ob ich noch was finde an Planken. Habe ich Glück? Habe ich tatsächlich ein paar gefunden? Jetzt kann ich mal was zu essen. Hier war langsam, vielleicht nicht sprinten. Nicht, dass ich sie erschrecke. So. Mal hier 2 und da 2. Dann würde ich sagen, den Buntbarsch, den Hering. Wäre jetzt gut, einen Köder damit zu basteln, ne? Wo war denn das jetzt? Hier. Den Köder basteln, genau. Dann würde ich sagen, den Lachs sparen wir uns. Ja. Hier haben wir noch ein paar Makrelen. Ich werde auch den Hering derweil reinschmeißen. Da so oben hin, viel extra. So, dann für einen neuen Eintopf nehme ich auch gleich mal die Sachen mit. Gut. Jo. Ein Rezept mit Pilze habe ich nicht. Noch, glaube ich. Nein.
Perfekt, wir schwimmen hier durch den Müll durch. Das passt. Das Essen müsste auch gleich fertig sein. Hier haben wir schon mal. Dann kommen gleich die Makrelen rauf. So. Wir essen mal. Mahlzeit, ihr Lieben. Nom, nom, nom. Der Mond ist schön. So. Der Eintopf ist auch soweit fertig. Der Haifisch ist auch gleich fertig. Das erwischt dich nicht. Boah, das Floß schaut schon aus. Ach Gottchen, ich muss mal eines bauen. Normalerweise müsste ich auch wieder Planken haben. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, Gott sei Dank. Jetzt kann ich unser Floß endlich mal wieder ein bisschen auf Vordermann bringen. Gott sei Dank, wirklich. Ah, reparieren muss ich auch nebenbei. So. So, das ist schon viel besser. Puh, das ist schon viel besser. Ach, eine Wohltat. So. So. Ja, das eine Netz habe ich verkehrt herum gebaut. Weil ich schlau bin. Ja. So, das sollte jetzt schon einigermaßen passen. So, Schmelz, Schmelz, Schmelz. Da kommt noch eine Planken rein. Zum Schmelzen habe ich derweil eh nichts, aber hungrig bin ich jetzt dann. So, jetzt muss ich mal kurz raufschauen, wie wir jetzt ausschauen mit Inseln und so. Ja, wir steuern drauf zu, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Vielleicht habe ich dann nochmal ein Glück, das wäre sehr schön. Ich würde sagen, den hauen wir noch dazu drauf. Zack. So, hier haben wir noch einen Eintopf. Könnte ich auch bald wieder Schüsseln basteln. Zack. Essen wir gleich Mahlzeit. So. Und dann brauen wir gleich einen neuen. So. Planken dazugeben, wenn wir haben. Na, da war nicht. Macht nichts. Mir kommt vor, ich muss wirklich Ruhe geben. Ich darf nichts anpflanzen. Dann bleiben die Möwen sitzen. Ich würde jetzt echt lachen, wenn das funktioniert. Wirklich. Würde ich echt lachen. Dann habe ich mir selber die Eier quasi verbaut. Die Eiproduktion behindert. Gut. Jetzt ist sie mal weggeflogen. Federn sind noch hier, aber noch keine Eier. Muss man ja mal schauen, ne? So. Passt. Dann trinken wir mal was. Dann halten wir Ausschau nach einer Insel. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich muss mal klopfen, ob wir schon vorbeigezogen sind. Na, ist gleich soweit. Wir sollten wirklich schauen, dass ich hier mit dem Segel, hoppala, noch ein bisschen in die Richtung komme. Ein Battle wäre auch gut. Ein Battle. Battle, Battle. Ich muss immer suchen, wo die sind. Hier. Planken. Ne, wer hätte das gedacht? Ich brauche tatsächlich Planken. Dann könnte ich noch ein bisschen nachhelfen. So, sind das vier? Ja, mehr ist genug. So, dann noch. So. Das Essen lasse ich gleich mal. Und dann schauen wir mal, ob wir nochmal zur großen Insel kommen, ob sie sich wieder ein bisschen verändert hat.
Ich glaube, das war sie, die Große. Sehen wir dann eh bald. Dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen Schmutz farmen. Auch die Milch werde ich versuchen zu ernten von der Ziege, weil Ziegenmilch, ne? Wäre ja klar und logisch. Ja. Battle, 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 battle. Kriegt man Muskeln. Bisschen so in die Richtung vielleicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie schnell wir da so sind. Wahrscheinlich 1 PS. Ah, da ist sie schon. Ist nochmal die Große, glaube ich. Ja, ja. Jetzt bin ich gleich 2, 3 Parts, 4 Parts im Kreis herumgefahren. Ja. Oh Gott. Ja. Und das mit dem Netzwerfer habe ich immer noch keinen Schimmer. Da brauchte man, glaube ich, eine Patrone, die Netze verschießen kann oder so, ne? Ich glaube, die konnte man beim Forschertisch lernen, oder wie das geht, ne? Ah, da fehlt mir, glaube ich, Schießpulver oder sowas, ne? Das ist ja zum Schießen. Ja. Ja, ja, das ist schon die Große Insel. So, ich gehe mal meinen Eimer holen, weil den vergesse ich sonst nochmal. Mein Eimer. So. Ja, ist eh die gleiche. Der gleiche Aufbau, glaube ich. Da hat sich nichts geändert. Hätte ich wahrscheinlich müssen das Spiel beenden, nochmal neu starten, dann wäre sie vielleicht resettet. Aber ist ja egal. Ist nicht schlimm. Wenn ich mich gut hinparke, lässt uns vielleicht auch der Kontor in Ruhe. Na, die Wahrscheinlichkeit existiert nicht. Mein Paddel ist kaputt. Ich brauche noch ein paar Planken. Vielleicht kann ich mir noch eins bauen. So. So. Na toll, jetzt macht es uns nicht leicht. Dass wir hier stranden dürfen. Stranden ist falsch. Anlegen dürfen. So. Jetzt kommt natürlich, genau jetzt kommt Sturm. Also ein heftiger Wellengang. Dass ich ja 30 Jahre beim Paddeln brauche. Segel noch ein bisschen optimieren. Dass es uns ein bisschen hilft. So, wie gesagt, ich habe jetzt 2 Äxte. Sind wir ausgesorgt. Ich habe einen Speer. Jetzt können wir auch auf Wildschweinjagd gehen. Probieren. Schauen, ob wir Leder kriegen. Und ich habe den Eimer mit. In der Hoffnung, dass wir von der Ziege Milch kriegen. Also wahrscheinlich nur dann was werden, wenn wir die Ziege gezähmt haben. Wahrscheinlich. Das wäre wieder mal sehr typisch. So, noch ein bisschen. Das ist Arbeit, das ist Arbeit. Aber wir sind recht weit weg von dem Vogelvieh. Mit ein wenig Glück. Ich glaube, wir sind gestrandet. Sehr gut. Sind immer gestrandet. Wir konnten ankern. So. Kurz verstecken. Kurz die Lebensmittel überprüfen. Noch etwas trinken holen. Die Fässchen lasse ich mal. Denen sollte nochmal nichts passieren. Das ist meine Reserve. So. Gut. Die Möwen sind mit Chillen beschäftigt. Das passt. Planken habe ich jetzt nochmal auch noch genug. Ich stelle jetzt noch schnell ein paar Seile her. So, das kann man stacken. Dann muss ich schnell noch meinen Schrott in Sicherheit bringen.
Dann. Ja, das werde ich auch versuchen, dann noch herzustellen. Fertig. Den Haiköder brauche ich derweil nicht. Schild brauche ich nochmal auch keins. Ja, das kann ich eigentlich auch so, wie es ist, wegschmeißen. Hier kann ich so machen. So. Ja, ich glaube, das ist schon so okay. Mein Werkzeug brauche ich mit. Also meine Schaufel. Eine neue Hacke. Die Schere. Die Axt. Lasse ich da. Die ist meine Reserve. Wenn wir da alle Strecke reisen, die möchte ich auf keinen Fall verlieren. So. Proviant habe ich ein bisschen mit. Ich werde auch nochmal schnell raufhirschen. Und nochmal nachschauen. Weil, 1, 2, 3 Fisches hätten wir noch. Dann kann ich noch schnell hier 1, 2, 3 Fisches auf den Grill schmeißen. Dann könnte ich mir noch schnell ein bisschen Gemüse, einen Gemüseeintopf noch machen. So. Hoppala. So, warte, so. So, und auch hier noch schnell. So, warte, mein Eintopf zuerst. So, und jetzt. Und hier. So, passt. Sehr, sehr gut. Haben wir hier schon Eier? Nein. Nur Federn. Vielleicht müssen die Möwen auch nebeneinander sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht dürfen auch keine zwei Möwen auf dem Floß sein. Könnte auch möglich. Also wäre auch möglich. Naja. Wie auch immer. Ich versuche mal mein Glück. Geschneuzt, gestriegelt sind wir. So, ich versuche mal hier lebend rüberzukommen. So, das hat schon mal hingehauen. Gut. Ruck. Und dann ernten wir mal fröhlich drauf los. So, jetzt machen wir eine große Inselplünderung. Nach Möglichkeit. Ananas, und das wird es nicht mehr geben. Glaube ich, weil die haben wir eh schon mitgenommen. Zum Teil. Ah, doch, hier gibt es noch was. Melünchen. Melünchen. So. Jawohl. Ein bisschen kontrollieren. Ein bisschen ordnen. Ein bisschen Platz haben wir noch. Die Blumen lasse ich mal. Die lasse ich mal. Mir ist jetzt mal wichtig, hier blanken Vorrat aufzufüllen. So, da la. So, da la. So, die Seite wäre jetzt mal fertig, ne? Dann bringe ich das mal schon schön flotte zurück. Also die Schere brauche ich gar nicht mitnehmen. Naja, wer weiß. Vielleicht ist ja per Zufall jetzt auch noch ein Schaf gespawnt. Dann will ich auf alle Fälle alles mithaben. Das Floß steht in der Tat etwas ungünstig. Warte, habe ich jetzt genug? Ja. Ich glaube, da wird sich schon wieder anbieten, noch eine Kiste zu basteln. Oder weißt du was, ich hau die Planken hier rein. So, das passt schon. So, die Planken hier rein. Dann laufe ich nochmal schnell rauf da. Und hau hier bei die Früchtchen noch schnell alles voll. So. Das passt. Die Möwe ist am Chillen. Gut. Es ist dunkel. Ich werde mal kurz pennen gehen. Weil ihr seht sonst überhaupt nichts. Da, 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 da. So, nochmal die Kurve und schlafen. So, tagsüber ist es definitiv angenehmer. Es hätte aber sein können, dass nachts dieses Vogelvieh schläft.
Dann hätte ich mir jetzt selber wieder typischerweise ins Knie geschossen. Könnte ja sein, ne? So. Wäre ja möglich. So, ich versuche mal mein Glück. Ein Stückchen weiter drüben. Jetzt sind wir halt natürlich schon etwas hungrig, wa? Und durstig. Heureka! Soll uns aber nicht weiter stören. So, jetzt bin ich mal hier. Ja, genau. Ja, jetzt kriegen wir gleich wieder eine auf die Rübe. Schnell weglaufen am besten. Jetzt bin ich neugierig, ob ich den auch fällen kann. Nein, der ist zu zierde. Okay. Das wollte ich jetzt mal testen. Auch hier spawnt leider nichts wieder. Kein Schmutz, kein Pilz. Leider. Macht ja nichts. Gibt Schlimmeres. Dann versuchen wir unser Glück hier drüben. Der Kondor wird uns zwar leider verfolgen. Er wird uns auch gleich bewerfen. Ist schon soweit. Dann werde ich. Wow! Au! Alter, du Mistviech! Au! Alter, was kann ich dafür? Alter Schwede. So, mal schnell mein Essen holen. Und einen Schluck trinken. Ich hoffe. Ja, da ist er wieder. Nicht erwischt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Ah. Wow. Okay, ich muss aufpassen. Au. Scheiße. Das mit dem Wildschwein ist echt lästig. Wahnsinn. Das mit dem Wildschwein ist ja unfassbar nervig. Da habe ich jetzt echt gedacht, das geht besser. Nein, da geht gar nichts besser. Das dachte ich echt, ja cool. Ich kriege jetzt mal schön hier Leder, weil die Wildsau muss das ja schon eigentlich haben. Natürlich nicht. Meine Schaufel hin, meine Schere hin. Ich darf da echt nichts mitnehmen, am besten. Am besten nichts mitnehmen, gar nichts. Gott sei Dank habe ich die paar Planken, die ich hatte, in Sicherheit gebracht. Boah, ey, das ist so nervig. Es ist halt alles weg, meine Flaschen wieder, alles kaputt. Nimm mal halt die Tassen, was hilft's? Ah, das nervt schon extrem. Muss ich schon sagen. Da wäre halt wirklich so ein Heilding, wäre mal nicht schlecht. Das ist halt echt. Na, das nervt mich schon extrem. Extremst, wirklich wahr. Das muss wirklich nicht sein, dass das so schwer ist. Vielleicht stelle ich mich auch nur dumm an, kann auch sein. Ich wollte mich eh gerade auf den Felsen stellen, ich hätte Ruhe geben sollen. Ich hätte warten sollen, bis ich erholt war. Ja. Schrott und einen Bolzen brauche ich noch für diese verdammte Axt. So.
Schrott und Bolzen. So. Gut, dann werde ich hier mal die Planke reinschmeißen. Meinen letzten Barren. Das gebe ich zurück. Das schmeiße ich weg. Mann, eh und so schön Proviant mitgenommen. Alles so toll. Und dann wieder... Na, das ist echt nervig. Da könnte man echt weinen anfangen. Da könnte man wirklich zum Weinen anfangen. So. Was soll's? Selber schuld. Was mache ich da? Ich weiß es nicht. So, ich wollte eigentlich jetzt nur hier 3 Stück mitnehmen. Jetzt nimmt er 7 mit. Ja, wenn sie meint. So. Boah, das ist echt schwer. Vor allem dieses Vogelvieh, das das sein muss, ist echt, echt lästig. Kann ich gar nicht mal in Worte fassen. Dazu warte ich noch, bis das fertig gebraten hat. Was braten wir noch? Ja, nehmen wir nochmal die 3 hier. Haben wir die nochmal auf dem Grill. Dann brühen wir es halt nochmal. Es ist halt wirklich nervig. Da wäre halt echt schön, oder besser, wenn ich mit dem Floß darüber fahre. Das könnte ich nebenbei machen, eigentlich. Das ist gar keine so schlechte Idee. Das ist gar keine so schlechte Idee. Mein Paddel ist zwar jetzt auch hin. Vier Planken. Aber mit ein bisschen Glück. Hä? Wo ich jetzt... Achso, mei. Mach der Gewohnheit. Hier die Planken. Da der Kunststoff. Mann, das Seil jetzt wieder. So, ein Battle. So, ich will nämlich darüber. Nach Möglichkeit. Gleich ein Stückchen näher zum Wildschwein. Ich glaube, das war da drüben. Dahinter eher, ne? Dahinter. Aber wenigstens hier schon mal. Normal müsste ich jetzt um die Insel rum. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Schauen wir mal. Ich probiere mal mein Glück. So. Da wäre aber schon bald besser, mit Pfeil und Bogen zu arbeiten, wenn es möglich wäre. Und das Wildschwein... Ja, sie ist es möglich. Ich hätte schon einmal eines erledigt. Und dann einfach nur mehr zu looten. Jetzt habe ich aber nicht mehr genug Metallbahn, dass ich mir Pfeil und Bogen herstellen könnte. Muss ich auf die primitive Art und Weise machen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob sich der Schaden resettet hat, dem ich dem Wildschwein schon zugefügt habe. Hatte. Da vorne läuft es. Ich sehe dich. Mistvieh. So. Darüber bitte. Battle, 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 battle. Bisschen noch so. Ja, wird schon. Der Part ist schon wieder zu Ende und erreicht habe ich schon wieder nichts. Ich bleib schon wieder hängen, ne? Grottel, kratz, 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 kratz. Bin ich jetzt vorbei? Nein. Oh Mann, ey. Es ist echt... Oh Gott. Ich stecke fest, ne? Da kann ich machen, was ich möchte.
Alter, vielleicht hilft mir das jetzt. Nein. Das Paddel auch noch hin. Doch, jetzt gleich bewege ich mich. Oder? Hat's nichts gebracht. Mann, ey, das ist so unnötig. Jetzt will man sich's einmal gemütlich machen, bequem. Und dann sowas wieder, ne? Habe ich es jetzt geschafft? Jetzt kommt wieder der blöde Wellengang, ey. Aber ich glaube... Ich hoffe... Ja, wir kommen vorwärts ein bisschen zumindest. Jetzt stoße ich hier wieder an. Ach, das ist echt unnötig anstrengend. Ah, naja, Frauen und einparken, ne? Wie heißt das so schön? Das haut nicht so hin. So, aber jetzt. So. Jetzt aber. Da, nimmt er schon Stein. So, jetzt aber. Jetzt probiere ich nochmal mein Glück. Habe ich es erwischt? Alter, wo hat es denn hingeschnepft? Jawohl, Leder. Und Raw Meat. Jawohl, und Warzenschweinkopf. Au, Warzenschweinkopf. Okay. Eine Trophäe halt, ne? Sehr gut. Fleisch und Leder. Das heißt, wir gehen sofort zu unserem Forschertisch und opfern ein Leder. Erforschen. Sehr gut. Was haben wir hier? Bienen-Dings? Nö. Warte mal. Kann man da jetzt schon was lernen? Gelernt. Turm? War das jetzt automatisch? Nö, ne? Das muss ich ja selber noch auf Lernen drücken. Da kann man jetzt überhaupt nichts. Da war ja doch Kleidung. Alles hat er dann doch automatisch gemacht. Weil ich weiß noch, ich konnte... Na hier. Was fehlt da? Wolle. Ja, lol. Netzkanister. Das habe ich gemeint. Explosives Pulver. So was. Geh besser vorsichtig damit um. Ja, das habe ich gemeint. Ein Rucksack. Da fehlt auch noch. Wer hätte das gedacht? Wolle. Ja. Gut. Gut. Kommt sofort in die Truhe. Hier kommt mal das Leder rein. Einfach nur mal so provisorisch. Und das Fleisch sofort nach oben. Da, 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 da. So, sofort in die Truhe rein. Jawohl, doch, passt. Ich dachte, das wäre jetzt die Fischtruhe. Also die Fischfleischtruhe. Passt alles. So. Rein mit dem Schinken. So, dann braten wir gleich nochmal drei Dinger. Auch hier noch eine Planke dazu. So. Ein Wildschwein. Dass dieses Vogelfiech in der Nacht schläft, das war ein Irrtum von mir. Ganz eindeutig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Milch. Jetzt muss ich nur noch die Ziege finden. Wo war denn die? Die war irgendwo weiter oben, ne? Da werden wir uns nochmal schlafen. Oh, Maria und der Part ist auch zu Ende. Ja, dass wir wenigstens irgendwas erreicht haben. Also das Warzenschwein haben wir besiegt. Wir haben Leder. Wir haben was erforscht. Nicht fertig, weil uns fehlt ja noch die Wolle. Das heißt, wir müssen noch ein Schaf irgendwo finden. Aber fürs erste Mal so, ne? Fürs erste ist das schon okay. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.